Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu 5 Waffen in Elden Ring. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es um 5 mögliche Waffen, die in Elden Ring erscheinen könnten. Ich beziehe mich hierbei auf die Ideen von Jared Cavallo, ein Autor des Gaming-Magazins GameRant. Ich stelle euch seine Ideen in Bezug auf Elden Ring vor. Er ist selbst wenig auf die Mythologie hinter den Waffen eingegangen. In diesem Video werde ich stattdessen sehr viel auf die Mythologie eingehen. Alle Waffen, die ich vorstelle, sind legendäre Waffen aus der nordischen Mythologie. Zuvor wurde geleakt, dass Elden Ring von der nordischen Mythologie inspiriert wurde. Auch in Dark Souls gab es Waffen aus Mythen, und zwar den griechischen Mythen. Ein Beispiel dafür ist der Dragon Slayer Swordspear aus Dark Souls 3. Warum sollte From Software dann auch nicht in Elden Ring Waffen aus Mythologien einbringen? Aber genug geredet, fangen wir an mit der ersten Waffe. Angor Vardal ist ein magisches leuchtendes Schwert aus der nordischen Mythologie. Jedenfalls leuchten die in das Schwert eingravierten Runen in Zeiten des Krieges. Zu Zeiten des Friedens schimmert es nur leicht. Vielleicht erinnert euch dieses Schwert ein wenig an das Schwert Stich von Bilbo aus Herr der Ringe, das bei Gefahr aufgeleuchtet hat. So oder so ähnlich könnte es dann im Combat von Elden Ring aussehen. Besonders mit der neuen dynamischen Gegnerplatzierung in Elden Ring könnte es sehr nützlich sein. Das Schwert gehört Frithjof, dem Sohn von Thorstein Vikingsson, einem Helden aus der nordischen Mythologie. Frithjof war der größte, stärkste und mutigste aller Männer und liebte die Tochter eines Königs. Ihre Brüder waren neidisch auf Frithjof und erlaubten ihm deshalb nach dem Tod des Königs nicht, die Tochter Ingeborg zu heiraten. Stattdessen sorgten sie sogar dafür, dass seine Heimat zerstört wurde und Ingeborg einem anderen alten König versprochen wurde. Der alte König mochte jedoch Frithjof und erlaubte ihm nach seinem Tod, Ingeborg zu heiraten und König zu werden. Als König rächte er sich dann an beiden Brüdern, der eine starb, der andere wurde sein Untertan. Die nächste Waffe heißt Gram. Dies ist ein Schwert aus der germanischen Mythologie. Vielleicht ist euch nicht der Name des Schwerts, sondern der Name des Schwertkämpfers ein Begriff. Sein Name ist Sigurd oder auch auf Deutsch Siegfried, der Drachentöter. Die Sage beginnt mit Odin, der ein Schwert in einen Baum steckte und sagt, dass egal welcher Mann dieses Schwert aus diesem Baum zieht, das Schwert behalten darf und die Gunst Odins erhält. Die einzige Person, die das schafft, ist Sigmund, der Vater von Siegfried. Natürlich wollen aber auch andere dieses Schwert haben, so wie es auch schon immer war. Ein König will Sigmund das Schwert abkaufen, dieser weigert sich aber. Daraufhin wird der König wütend, tötet Sigmunds Vater und nimmt seine Brüder gefangen. Mit Hilfe des Schwertes rächt sich Sigmund an dem König, jedoch zerstört er damit die Gunst von Odin und Odin zerbricht sein Schwert in zwei Teile. Sigmund wird durch einen anderen König in einer anderen Schlacht getötet und hinterlässt diese zwei Schwertteile seinem Sohn Siegfried. Siegfried wird zu einem guten Schwertkämpfer und braucht dafür ein neues gutes Schwert. Dieses Schwert wird ihm vom Zwergenschmied Reginn geschmiedet und besteht aus dem zwei von seinem Vater hinterlassenen Schwertteilen. Siegfried nennt das fertige Schwert Gram. Er rächt sich für seinen Vater und tötet später den Drachen Fafnir. Das war die lange Geschichte des Schwertes Gram, welches viele Möglichkeiten einer Einbindung in Elden Ring bietet. Es gibt ja immer einen Schmied in Dark Souls und dies könnte die Möglichkeit sein, ein zerbrochenes und neu geschmiedetes Schwert sowie einen neuen Schmied in Elden Ring einzuführen. Im Trailer war ja schon einer zu sehen. Wer weiß, vielleicht war es ja Reginn, der gerade Gram neu schmiedet. Die nächste Waffe ist auch ein Schwert und zwar das von Surtr. Surtr, oder auch einfach Surt, ist der Feuerriese, der seine eigene Art gegen die beiden Götterstämme Aesir und Vanir in den Krieg führt. Der bekannteste Gott aus Aesir ist Odin und die bekannteste aus Vanir ist Freya. Möglicherweise kennt ihr die beiden Namen aus Marvel-Filmen. Jedenfalls, der Riese Surt kämpft gegen die beiden Stämme während des Ragnarok, dem Untergang der Welt. Riesen sind ebenbürtige Gegner für Götter und haben in etwa dieselbe Stärke. Surt ist der Herrscher von Muspelheim, ein Land des Feuers und der Hitze. Dort kommt auch sein Schwert her, es ist ein riesiges brennendes Schwert. Das Schicksal von Surt ist es, den Gott Freya zu töten und dann mit dem Schwert die ganze Welt mit Feuer zu bedecken. Vielleicht kommt euch ja ein brennender Riese mit einem riesigen Schwert bekannt vor.
Auch in dem Trailer zu Elden Ring war so etwas zu sehen. Möglicherweise findet Elden Ring während Ragnarök statt, wer weiß das schon. Wie genau die Waffe ins Spiel eingebunden wird, ist eurer Fantasie überlassen. Vielleicht wird es ja einfach eine riesige, brennende Waffe. Kommen wir zur nächsten Waffe, dem Speer Gungnir. Der tödlichste Speer von allen wurde von den Zwergen erschaffen, den besten Schmieden der gesamten Welt. Im Gegensatz zu dem, was man erwarten würde, sind die Zwerge in Wirklichkeit nicht klein, dafür aber unsichtbar und meisterhafte Schmiede. Auf der Waffe sind Runen eingraviert, die die Tödlichkeit und Treffsicherheit mit dem Speer magisch erhöhen, und die Balancierung des Speers ist so gut, dass egal wer, jeder diesen Speer auch führen kann. Geführt wurde der Speer jedoch nicht von irgendjemandem, sondern Odin höchstpersönlich. Er kämpfte als Führer des Götterstammes Aesir gegen den anderen Götterstamm Vanir mit diesem Speer. Man sagt auch, dass er mit dem Speer die Waffe von Sigmund in zwei Teile teilte. Diese Waffe kam auch schon zuvor in der Sage über Siegfried den Drachentöter vor und wurde später zu der Waffe Gram. Der Speer wurde von Odin auch dazu gebraucht, um sich selbst umzubringen. Ja, Odin begann Selbstmord. Er stach sich mehrmals mit Gungnir und hing sich danach auf. Der Grund für seinen Selbstmord war seine Gier, die Welt zu verstehen. Er verstand die Runen, die auf seinem Speer eingraviert waren, nicht und versuchte durch sein Opfer die Runen dazu zu bewegen, sich ihm zu offenbaren. Kurz bevor Odin starb, nahmen die Runen sein Opfer an und offenbarten sich ihm. Gameplay-technisch könnte dieser Speer sehr interessant werden, denn er sieht nicht nur sehr schön aus, sondern könnte ja auch theoretisch für jeden Bild zugänglich sein, egal ob Geschicklichkeit, Stärke oder irgendetwas anderes. Schließlich ist der Speer so gut balanciert, dass jeder ihn benutzen kann. Nun kommen wir zur fünften und letzten Waffe. Die Waffe, die wahrscheinlich schon jeder von euch kennt und auf die jeder gewartet hat. Der Mjölnir. Wer jetzt verzweifelt ist und nicht weiß, welche Waffe ich meine, es ist Thors Hammer. Der Name Mjölnir heißt übersetzt Blitz, was man davon ableiten kann, dass Thor der Gott des Sturmes ist. Immer wenn es geblitzt hat, wurde es von den Menschen als ein Hieb mit dem Hammer auf die Feinde von Thor aufgefasst. Thor ist aus dem Götterstamm Aesir, derselbe aus dem auch Odin kommt. Seine Aufgabe ist es, seinen Stamm gegen die Riesen zu verteidigen, die oft versuchen, Asgard und seinen Stamm zu vernichten. Vorhin bin ich auch auf die Waffe des Feuerriesen eingegangen, das Schwert von Surtr. Um seine Aufgabe zu erledigen, benutzt er seinen Hammer Mjölnir. Das Besondere an dem Hammer ist, dass er immer in die Hand von Thor zurückkehrt, wenn dieser den Hammer wirft, ähnlich wie bei einem Boomerang. In dem Film von Marvel konnte man ja auch genau das schon beobachten. In diesem Film kam auch Loki vor, welcher der Grund für die Entstehung des Hammers war. Eines Tages hat sich Loki einfach mal gedacht, ich schneide die goldenen Haare von Thors Frau ab. Thor war darüber natürlich extrem wütend und wollte Loki umbringen, jedoch konnte dieser ihn vom Gegenteil überzeugen. Er schwor, in das Land der Zwerge zu gehen und noch schöneres Haar für Thors Frau zu besorgen, als sie ohnehin schon hatte. In dem Land der Zwerge stachelte Loki die besten Zwergenschmiede gegeneinander an. Sie sollten beweisen, wer der Beste unter ihnen war. Die Zwerge schmiedeten sehr viele neue gute Waffen und der Beste unter ihnen war natürlich Thors Hammer. Auch Odins Speer wurde ja von den Zwergen geschmiedet, aber Thors Hammer übertraf den Speer noch um einiges. Als Thor den Hammer bekam, legte sich sein Groll gegen Loki und erließ ihn am Leben. Zum Gameplay kann man sagen, dass es zuvor noch nie einen Boomerang in From Software Spielen gab. Vielleicht wird es Zeit, genau so eine Waffe in das Spiel einzubringen. Ich würde eine so oder so ähnliche Waffe gerne mal in einem Souls-Likes ausprobieren. So, damit haben wir die 5 Waffen durch, die sehr gut in Elden Ring passen würden, wenn es denn von der nordischen Mythologie inspiriert wurde. Mir persönlich hat das Schwert von Surtr am besten gefallen. Ich fand ganz besonders die Geschichte dahinter ziemlich interessant. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das letzte Mal, als ich über die Allianzen in Elden Ring gesprochen habe. An der Seite eines Riesen gegen die Götter zu kämpfen, fände ich persönlich schon mal ziemlich nice. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Waffe ihr am liebsten in Elden Ring hättet und welche ihr am realistischsten haltet. Für mich ist es wie gesagt das Schwert von Surtr. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr nichts mehr zu Elden Ring verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da oder schaut in meiner Playlist zu Elden Ring rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei neuen News. Haut rein und ciao!